Russland erfüllt Bitte der USA. Auf Bitten der USA führte der russische Sicherheitsdienst FSB eine Operation zur Liquidierung einer großen Gruppe Cyberkrimineller durch, die vom russischen Territorium aus arbeitete. Es handelt sich um die Hackergruppe Revil, die Viren verbreitete, um damit Geld von den Betroffenen zu erpressen. Die USA informierten Russland, dass die Gruppe auch im Ausland tätig war und dort in Informationssysteme von Firmen eingedrungen ist, um über die Platzierung von Viren auch von diesen Unternehmen Geld zu erpressen. Hier ging es in erster Linie um die Verschlüsselung der Computer, für deren Dekodierung die Nutzer zu bezahlen hatten. Insgesamt wurden an 25 verschiedenen Orten bei 14 Gruppenmitgliedern mehr als 6 Millionen Euro in verschiedener Valuta beschlagnahmt. Weiterhin wurde Computertechnik, Kryptotechnik und 20 Fahrzeuge der Premiumklasse durch den Sicherheitsdienst kassiert. Russland informierte die zuständigen Organe der USA über die Liquidierung der Gruppe.